denn wir fangen an mal mit einer Verschwörungstheorie. Ach, was sag ich mit einer? Mit reichlich. Es geht um unser aller Überwachung und um die Manipulation unserer Gehirne. Und wenn Sie meinen, die Verschwörungstheoretiker, die hätten doch alle einen Hau, warten Sie mal ab. Der Film Die Wirklichkeit kommt, ab übermorgen in den Kinos, zeigt die anscheinend Bekloppten und zeigt die Realität. Und mein Studiogast kann ich ja gleich mal fragen. Wer sich permanent überwacht und manipuliert sieht, ist der eher paranoid oder eher Prophet? Es gab sie schon immer, die einsamen Maler, die ihre Mitmenschen vor unsichtbaren Strahlen warnen, vor heimlich agierenden Mächten, die uns zu ihrer Überzeugung kontrollieren und steuern. Mit bescheidenen Mitteln versuchen sich die Amateurwissenschaftler zu wehren, werden dafür aber meist nur als paranoide Spinner belächelt. Dabei hat die Realität das vage Unbehagen dieser Menschen längst überholt. Was für Mikrowellenwaffen? Jetzt so Mikrowellenwaffen. Schon mal gehört? Schon mal was für Mikrowellenwaffen, ja? Die technischen Möglichkeiten zur Kontrolle und Überwachung von Menschen aus den analogen Zeiten des Kalten Krieges sind schon lange ein Fall fürs Museum. Heute gehören unbemannte Drohnen zur Aufklärung hinter feindlichen Linien zum militärischen Inventar. Meisterwerke der Ingenieurskunst, die unbemerkt ihren Dienst leisten sollen, auch beim Einsatz während Demonstrationen, ferngesteuert aus sicherer Distanz. Genau wie Mikrowellenkanonen, die Aufständische in die Flucht treiben können, deren persönliche Daten im Zweifel schon bekannt sind. Denn heute hinterlässt jeder digitale Spuren, allein durch seine Existenz. Das, was die Geheimdienste jetzt machen, ist natürlich auch alles nicht nur eine Datenfrage, sondern auch eine Machtfrage. Denn diese Informationen, diese Daten, das Wissen um soziale Interaktionen und um Kommunikation ist natürlich ein Machtfaktor. Das allgemeine Bedürfnis nach Sicherheit und umfassenden Informationen mit Hilfe der digitalen Vernetzung im Alltag spielt den Kontrolleuren dabei in die Hände. Immer feiner spannt sich das unsichtbare Datennetz. Das Handy wird zur Ortungswanze. Längst geht es nicht nur um Beobachtung, sondern um die direkte Beeinflussung menschlichen Verhaltens, das die Wissenschaft seit den 60er Jahren gnadenlos verfolgt. Mit Elektroden im Gehirn wurde versucht, das Verhalten von Tieren durch elektrische Impulse zu steuern. Einmal in der Welt forcieren solche Techniken das Unbehagen derjenigen, die sich ohnehin verfolgt und überwacht fühlen. Einige von denen könnten wirklich mit dieser Technologie bombardiert werden und sie wissen es vielleicht gar nicht. Und sie denken, sie sind krank und gehen zum Arzt. Und in Wirklichkeit sind sie Versuchskaninchen. Nichts anderes. Und wahrscheinlich sind wir das alle. Die Kontrolle über die Technik zu behalten, ist für die Computerexpertin Constanze Kurz eine stetig wachsende Herausforderung an demokratische Gesellschaften. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel in der Frage, inwieweit es Unterschiede in der Wahrnehmung gibt zwischen der jüngeren Generation und der älteren Generation, wo die Ältere daran erinnert werden muss, dass ihre Kinder und Kindeskinder in Digitalien leben, dass diese Technik in ihre Körper wandern wird und sich da ja auch noch andere Möglichkeiten ergeben, als wir sie uns heute vielleicht so denken. Wie sehr der unkritische Umgang mit Technologien unser Handeln und Denken beeinflusst, erleben wir jeden Tag. Welche Gefahren darin lauern, wird dagegen oft erst später deutlich. Was wir eigentlich bräuchten, wäre ein neuer kultureller Kontext, in dem wir diese ganzen neuen Handlungsmöglichkeiten, die jetzt nach und nach entstehen, aber auch die neuen Einsichten über uns selbst, das veränderte Bild von uns selbst integrieren können. Wir müssen eine neue Form von Intelligenz entwickeln, sonst brennen wir geistig aus, ohne das selbst zu merken. Und es gibt ganz viele Leute, die jetzt schon merken, dass sie irgendwie einen Teil der Kontrolle verloren haben. Das sind Entwicklungen, von denen wir überhaupt noch nicht begreifen, wo die uns hinführen und wie die auch unsere Gehirne verändern. Die Warner und Mahner tun weiter eifrig ihren Dienst. Doch gegen die Reize des technisch Machbaren erscheinen auch sie machtlos. Der Film von Niels Bohlbrinker ist eine eindrucksvolle Bestandsaufnahme der Möglichkeiten, die technische Innovationen gebracht haben. Und er provoziert die drängende Frage, was wir Menschen eigentlich aus uns machen wollen.
Wer wollen wir sein? Do you hear any strange voices in your head?